Das sind die wahren Gründe, warum kein Mann eine dauerhafte Beziehung mit dir will. Du wirst für immer von Männern verlassen werden und als Single alt werden, wenn du nicht aufhörst, diese Dinge zu tun. Verhaltensweise Nummer 1, die du sofort aufhören musst, ist, wenn du zu negativ bist. Wenn wir von einer perfekten Beziehung träumen, dann träumen wir von gemeinsamen Lachen, wunderschönen Erlebnissen, Nähe, erfüllte Sexualität, wunderschöne Gespräche. Niemand träumt davon, mit jemandem Zeit zu verbringen, der die ganze Zeit negativ ist, die ganze Zeit nörgelt, vor allen Dingen Angst hat, sich ständig Sorgen macht und ständig so Dinge sagt wie, ja, und das wird nicht funktionieren und das wird nicht funktionieren und das ist so furchtbar. Negativität ist ein weit verbreitetes Problem, denn die Nachrichten sind negativ. Wir werden ständig bombardiert mit Dingen, die uns Angst machen, die uns Sorgen machen, mit Problemen, mit Schwierigkeiten. Kein Wunder, dass die meisten Menschen dadurch negativ programmiert sind. Aber hier ist das Problem. Wenn du dich ständig entweder mit negativen Dingen beschäftigst, die in der Vergangenheit passiert sind, das heißt, darüber nachdenkst oder darüber redest, wie dir irgendjemand etwas angetan hat, oder dich ständig mit all den Dingen beschäftigst, vor denen du Angst hast, die dir Sorgen machen, die passieren könnten, dann bist du dauernd in einem negativen Zustand und du bist nie im Hier und Jetzt und du bist nie präsent. Wenn also der Mann mit dir eine Verabredung hat oder bereits eine Beziehung mit dir führt, aber ein Großteil der Gespräche sich um negative Dinge dreht, dann werden automatisch eure Emotionen negativer sein. Das heißt, er geht aus jedem Treffen mit dir hinaus mit einer negativen Stimmung und mit so ein bisschen einem Gefühl der Verzweiflung. Das führt dann dazu, dass er automatisch dein Gesicht und deine Stimme an diese negativen Nachrichten ankert. Ankern nennt man diese Verbindung, die wir Menschen automatisch machen, zwischen einem Sinnesreiz und einem Gefühl. Und der Sinnesreiz hier wäre dein Gesicht oder deine Stimme und das Gefühl ist irgendetwas Negatives. Negativität ist aber nicht nur ein Problem, das deine Beziehung zerstört, es ist auch schlecht für deine Gesundheit. Das heißt, das allererste, was du tun kannst, wenn du eine glückliche Beziehung möchtest, ist deine Positivität zu stärken. Wirklich zu trainieren, positiver zu denken. Denn oft denken Menschen, wenn ich nur einen Partner hätte, dann wäre ich endlich glücklich. Das ist vollkommener Blödsinn. Denn wenn du unglücklich bist ohne Partner, wirst du auch mit Partner unglücklich sein. Kein Mensch kann in dein Leben kommen und von Zauberhand alles verändern. Die Veränderung muss in dir passieren. Verhaltensweise Nummer 2, die deine Beziehungen zerstört, ist ständige Unzufriedenheit. Das passt ganz gut mit der Negativität zusammen, unzufrieden zu sein mit einfach allem. Das Wetter passt nicht und das Restaurant passt nicht und mein Job passt nicht und das stimmt nicht und das ist nicht okay und das hätte ich gerne anders und ich selber mag mich nicht und das mag ich nicht an mir und das muss anders sein. Dieses ständige Nörgeln und ständige Unzufriedensein wird einen Mann dazu bringen, dich zu verlassen und sich eine andere Frau zu suchen, weil, hier ist das Ding, Männer wollen Frauen glücklich machen. Das ist seine große Mission. Sein großes Lebensziel ist es, dich glücklich zu machen. Wenn das aber von Anfang an schon nicht funktioniert, weil man dir nichts recht machen kann und selbst wenn du mit ihm zufrieden bist, aber alle anderen Dinge nicht gut genug findest, dann weiß er jetzt schon, oh mein Gott, in Kürze bin ich die nächste Person, die nicht gut genug für sie ist, mit der sie unzufrieden sein wird. Und Männer, die ein bisschen Erfahrung mit Frauen haben, wissen, wir Frauen versuchen, Männer zu verändern. Wenn er das schon am Anfang der Beziehung bei dir mitkriegt, keine Chance, dass dieser Mann bleiben wird. Problem Nummer 3 ist zu viel Selbstfokus. Menschen sprechen wahnsinnig gerne über sich selbst. Alle, Männer und Frauen. Das ist vollkommen normal. Das ist für die meisten Menschen auch ihr Lieblingsgesprächsthema. Ist okay, so sind wir halt. Das Ding ist halt, wenn wir nicht lernen, das ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen, wenn wir nicht lernen, uns auch für andere Menschen mehr zu interessieren und mehr aufmerksam zu sein, dann wird das dazu führen, dass die Beziehungen zerbrechen oder sehr unglücklich werden. Denn wenn wir ständig nur auf uns selber fokussieren, wie geht's mir, wie fühle ich mich, habe ich alles, was ich bekomme, habe ich alles, was ich brauche,
tut der Mann alles, wie ich es mir genau vorstelle oder nicht, dann vergesse ich ständig darauf, dass der andere Mensch auch Bedürfnisse hat. Und ja, ich weiß, viele Frauen haben Probleme damit, Bedürfnisse zu kommunizieren, Grenzen zu kommunizieren, das ist absolut richtig. Trotzdem sind sie ständig auf sich selber fokussiert, auf ihre Ängste, auf ihre Probleme, auf ihre Themen. Im Coaching erlebe ich das wirklich andauernd. Ich frage die Frau, was braucht er denn? Und die Frauen, auch wenn sie mit dem Mann schon Jahre zusammen sind oder ihn wirklich gut kennen, können mir diese Frage nicht beantworten. Sie überlegen und sie sagen, naja, keine Ahnung, vielleicht braucht er mehr Gespräche. Sag ich, nein, normalerweise brauchen Männer nicht mehr Gespräche. Und hier ist das Ding. Wenn wir ständig nur den Fokus auf uns selbst haben, können wir keine glückliche Beziehung erschaffen. Um eine glückliche Beziehung zu führen, ist es wahnsinnig wichtig, sich auch Gedanken darüber zu machen, was braucht der andere, um glücklich zu sein, wie geht's dem anderen. Fehler Nummer 4 ist, wenn du als Frau zu hart bist. Also zu sehr in dieser maskulinen Energie. Und das ist etwas, was Frauen natürlich entwickeln, wenn sie hart arbeiten müssen, wenn sie Karriere machen. Auch wenn sie sich alleine durchkämpfen müssen. Nicht, wenn man alleinerziehende Mutter ist und dann wirklich sich um alles selber kümmern muss, dann kommt man automatisch in diese härtere maskuline Energie. Aber hier ist das Ding, das wirkt auf Männer nicht attraktiv. Für uns Frauen ist das manchmal überlebensnotwendig, so hart und so stark zu sein. Aber es bringt uns weiter weg von unserem eigentlichen Ziel, nämlich uns fallen lassen zu können, loslassen zu können. Ein Mann fühlt sich an der Seite einer harten, maskulinen Frau nicht wertgeschätzt. Er fühlt sich nicht männlich. Er kann nicht Held für sie sein. Und deshalb scheitern so viele erfolgreiche, super intelligente Frauen in ihren Beziehungen, weil sie diese weiche weibliche Seite nicht mehr zulassen können. Wenn du zu diesen Frauen gehörst, die vielleicht zu sehr in ihrer maskulinen, harten Energie sind, wichtig ist zu wissen, dass das vielleicht seinen Platz hat im Beruf, aber niemals in der Beziehung. Und auch im Beruflichen, ich kann dir hier einen Tipp geben und ich habe diese Erfahrung selbst gemacht. Umso mehr du auch im Beruflichen wieder in diese feminine, weiche, empathische Energie gehst, in diese authentische Energie gehst, umso erfolgreicher wirst du auch im Berufsleben sein. Selbst wenn du nur mit Männern zu tun hast, probier das mal aus, lass diesen Panzer fallen, geh wieder in deinen weichen Kern und erlebe, wie du nicht nur in deinen Liebesbeziehungen Erfolg hast. Fehler Nummer 5 ist, wenn man zu unsicher ist, also zu sehr auf seine eigenen Schwächen fokussiert. Und da ist auch typisch dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Die meisten Menschen haben das in sich. Wenn du das hast, musst du daran arbeiten. Glaubenssätze kann man mit Coaching auflösen. Aber es ist wichtig, dass man etwas tut. Dieses ich bin nicht gut genug, einerseits ist es spürbar für den anderen. Wenn du unsicher bist, wenn du mit dir nicht zufrieden bist, können andere Menschen das unbewusst wahrnehmen. Durch deine Körperhaltung, durch deine Verhaltensweise, durch die Dinge, die du sagst. Unsichere Menschen sprechen ständig über ihre Probleme und ständig über ihre Schwächen und Fehler. Die sagen dann auch wirklich beim Date, na ja, ich bin ja zu dick oder ich kann das ja nicht so und bla bla bla. Und die versuchen da halt irgendwie sich aufbauen zu lassen vom Gegenüber. Allerdings, ja, es ist kein Problem, wenn das hin und wieder, wenn man authentisch über seine Schwächen spricht, das ist eine Sache. Aber wenn man an diesen Dingen nicht arbeitet und wenn man das ständig in der Beziehung aufbringt und das ständig zum Thema wird, dann verliert der Mann das Interesse an dir. Ausnahmen sind hier Narzissten, die stehen voll drauf, wenn du so bist, weil dann können sie dich gut manipulieren. Oder Leute, die selbst ein sehr niedriges Selbstwertgefühl haben, die finden es auch toll, wenn sie eine Frau haben, die Probleme hat. Aber ein guter, maskuliner Mann, wenn du so einen Alpha-Mann willst oder so einen Mann, der wirklich mit beiden Beinen im Leben steht, der wird davon abgestoßen. Der möchte eine Frau, die sich selber liebt. Denn dann hat sie eine ganz andere Ausstrahlung und es ist auch viel leichter für ihn, diese Frau glücklich zu machen. Fehler Nummer 6 ist, wenn du mit ihm konkurrierst. Das geht auch wieder in diese Richtung hart und maskulin, denn Frauen, die sich über Leistung definieren, die beginnen sehr häufig, sich mit Männern in einen Konkurrenzkampf zu begeben. Das heißt, der Mann erzählt vielleicht, hey, ich habe das und das Studium abgeschlossen und sie so, ja, und ich habe das und das Studium abgeschlossen. Jedes Mal, wenn er von seinen Leistungen erzählt,
Hat sie etwas, das sie besser kann oder genauso gut kann wie er? Hey, es ist absolut okay, all diese Dinge zu können und Superwoman zu sein. Das finde ich super, wenn du das bist. Aber hier ist das Ding. Wenn ein Mann von seinen Erfolgen erzählt, dann tut er das nicht, weil er hören möchte, dass du das besser kannst, sondern er tut es, weil er dich beeindrucken möchte. In dem Moment, wo er von seinen Erfolgen erzählt, geht es nicht darum, dass du dann sofort das Thema auf dich zurücklenkst, sondern es geht darum, dass du ihm Wertschätzung gibst und dass du sagst, wow, toll, super, freut mich für dich oder erzähl mir mehr. So kannst du seine Männlichkeit stärken und so wird er sich bei dir automatisch wohlfühlen. Punkt Nummer 7, und das ist extrem wichtig, ist, wenn du nicht authentisch bist, wenn du dich unnatürlich verhältst. Authentizität ist absolute Stärke. Authentizität braucht aber Mut und natürlich auch Selbstreflexion, um überhaupt zu wissen, wer bin ich, was brauche ich, was fühle ich, wo sind meine Grenzen, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Wünsche. Und das dann auch wirklich kommunizieren zu können, ist eine unglaubliche Stärke. Lege ich dir aber ans Herz, das zu praktizieren. Umso authentischer du bist, umso erfolgreicher bist du in Beziehungen und auch im Beruflichen. Aber hier ist das Ding, Frauen, die unauthentisch sind, die ständig versuchen, ihre wahren Gefühle zu verstecken, die versuchen, selbstbewusster zu wirken, als sie sind, indem sie arrogant dreinschauen. Ich habe letztens von einer Klientin das gehört, ganz furchtbar. Es hat sie in einem Ratgeber gelesen, der von einem Mann geschrieben worden ist. Und wenn Männer versuchen, Frauen Tipps zu geben, manchmal geht das schief. Nicht immer, aber manches Mal. Und da war halt so die Aussage, wenn dein Ex zu dir sagt, dass er dich vermisst hat und dass es schade ist, dass ihr euch getrennt habt, dann sollst du sagen, ja, also ich bin froh, dass wir uns getrennt haben. Nicht, um dann so quasi da beim Ex Begehren zu erzeugen. Das ist der größte Blödsinn, den ich je gehört habe. Das ist nämlich total unauthentisch. Weil wenn du es schade findest, dass ihr euch getrennt habt und wenn er wirklich kommt und sagt, hey, ich finde es schade, dann müsstest du eigentlich sagen, wenn du authentisch und ehrlich bist, müsstest du sagen, ja, weißt du was, ich auch. Ich finde es auch schade. Und das wäre ehrlich. Und da kann sich ein Gespräch entwickeln. Weißt du, da kann man aufeinander zugehen. Anstatt jeder versucht, sich ständig zu verstecken. Jeder versucht, sich ständig zu verbergen. Nein, ich fühle nichts, ich fühle nichts. Nur du fühlst was und ich nicht. Das ist nicht echt sein. Dann geht es um Kontrolle. Ich muss die Situation kontrollieren, indem ich alle meine Gefühle verstecke und der andere soll seine Gefühle zeigen. Was für ein Blödsinn. Es ist total wichtig, authentisch sein zu können, authentisch zeigen zu können, hey, ich mag dich. Authentisch zeigen zu können, hey, ich habe dich vermisst. Das macht dich super sexy. Wenn du in der Situation bist, dass er sich gerade zurückzieht, dann habe ich etwas für dich. Mein E-Book Pandoras Geheimnis kannst du jetzt hier gratis Probe lesen und herausfinden, wie du das Ganze jetzt wieder umdrehen kannst. Wie du diese Fehler ungeschehen machen kannst und in 10 Schritten deinen Trauma in eine glückliche Beziehung mit dir bringst. Wenn du das jetzt kostenlos lesen möchtest, dann klick hier oder du findest den Link auch direkt unter dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video.